der Spiegel hängt jetzt. Oh, nein, 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 nein. Mann, oh Mann, nicht mal eine Minute kann man sie allein lassen. Was machst du da für eine Kacke? Guck dir doch mal unser schönes Haus an. Hast du da kaputt gehämmert? Ich hab deinen Scheißhammer nicht. Hab ich auch richtig gesagt. Da ist ein Puff. Für einen Puff braucht man Geld. Ihr habt Geld. Soll ich dir den Kopf einhämmern? Ich habe deinen Scheißhammer nicht. Hab mich ja nur gerade gefragt, was das dann in deiner Hand sein soll. Na, du hast deinen Führerschein auch in der Lotterie gewonnen, Hagrid. Tschüss. Ich steige jetzt aus. Kannst du mich verstehen? Ist mir auch egal. Aber dann wundern, wenn dir einer einen treten will. Harry weiß das. Why? Harry weiß das. Harry weiß das. Why? Neben uns stehst. Nee, Ben! Auf der. Heißt es auf der Statistik? Nee, in der Statistik. Die Statistik zeigt, dass 100% der Amokläufer in ihrer Freizeit Brot essen und Wasser trinken. Diese beiden Faktoren treffen auch Harry Potter besonders. Sind sie auch hier zornig? Wenn Sie vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein. Sie fahren mit dem Transrapid in 10 Minuten an den Flughafen Franz Josef Strauß. Dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Sind Sie in dem Hauptbahnhof? Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern, an die bayerischen Städte heranwächst, weil das ja klar ist, weil auf dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern zusammenlaufen. Die Statistik zeigt sofort, dass 100% der Amokläufer in ihrer Freizeit gerne Brot essen und Wasser trinken. Diese beiden Faktoren. Die Hand hat mich abgelenkt. Die Hand will mich töten. Ah, jetzt sind wir allein. Nicht? Wer ist denn noch da? Ha? Guck mal, du hast ins Loch geguckt. Daniel Radcliffe ist tot. Warum lachen wir so oft? Was ist. Du warum machst du das? Warum bummelst du da schon rum? Wenn ich drei sage, darum geht's doch. Pass auf, verpiss dich jetzt einfach. Eine Nachricht, auf die wir alle gewartet haben: Daniel Radcliffe ist tot. Ja, Sie haben richtig gehört. Oh nein, doch nicht, wie ich gerade lese. Den Anfang kann man nehmen. Du hast doch nicht etwa vergessen, deinen Adventskalender zu öffnen. Sie wissen immer, dass ich einen Kaffee trinke, bevor ich mir den Radarschirm angucke. Ich meine, du willst mit mir zusammen die Welt erschaffen und dabei stehst du in jeder Ecke so blöd rum. Weil in der Ecke gibt's nichts Interessantes zu sehen, was durchaus verständlich ist. Du gehst mir so auf die Eier, die tun weh von deinen Schuhen. Laut meines akustischen Erkennungssystems haben sie ihre Waffen eben das... Waffen, jetzt hat er schon zwei, oh mein Gott! Wir werden alle sterben! Bäm! Haha, so einen Sturmangriff haben nicht mal sie hinbekommen, Hitler. Ne, versuchen sie doch mal. Ich improvisiere einfach irgendwas. Hätte ich das Startsignal bekommen und wüsste ich, wo ich anfangen muss. Ja, wollen Sie jetzt mal was wissen? Was denn, Potter? Was könntest du wissen, was ich nicht weiß? Ich weiß natürlich alles, was Sie nicht wissen, weil das ist... Unglaublich viel war das nicht eine schlagfertige Antwort. Weil ich meine, damit wäre ja bewiesen, dass... Ja. Nun, Snape. So, jetzt passen Sie mal auf. Ich stelle Ihnen eine schwere Frage und die müssen Sie beantworten. Boah, ich habe einen geilen Trichter. Schleimknödel? Boah, bist du blöd. Du lässt von deinem Navigationsgerät verarschen. Mit Berührung des Touchscreen. Ach, ich weiß, ihr würdet jetzt gerne liebend alle eine. Liebend? Hm? Was ist das? Hast du gewusst, dass die kleinste Einheit der Zeit 1 mal 10 mal minus. Hey Hermine, hast du gewusst, dass die kleinste Zeiteinheit. Zeiteinheit. Herr. Hall. Ah. Moin! Damit gehört er zu den potenziellen Amokläufern. Das erzeigt uns diese. Da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Crab megasüchtig ist. Und die Botschaft dieser Synchro lautet, auch ein... Ohne Happy... Und die Botschaft dieser Synchro lautet... Tammer! Hermine, geh aus Havende! Geburtstag! Geburtstag! Happy birthday to-
Häuser müssen raus, damit in dieser schönen Stadt das Laster keine Chance hat. Doch jeder ist gut informiert, weil Rosi täglich inseriert. Und wenn dich deine Frau nicht liebt, wie gut, dass es die Rosi gibt. Nein, bestimmt nicht. Den hab ich nämlich vor einem Jahr getötet, so wie dich. Wie, ich bin tot? Warum weiß ich davon nichts? Na, zu langsam. Das ist jetzt meins. Viel Spaß damit. Mir selber. So krank kann ein Mensch doch nicht sein, dass du wirklich jeden Teil und das in alle 10 Minuten, dass du dann immer zu mir kommen musst für irgendeine behinderte Seelsorge? Kann nicht sein. Ich glaube, wir sollten gehen. Nee, doch nicht. Warte mal. Komm, ich bin unzerstörbar. Nein, nichts ist in Ordnung. Die Staubsauger. Das wollte die Krise sein. Ich bin halbe grün. Von Mensch zu Mensch. Stuhlmaut. Was guckst du bist vorbei? Ja. Erwischt, wie du dir meins mal anguckst. Das ist deins, jetzt mach. Das ist nicht meins. Das ist nicht meins. La 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 la, ich darf so oft neu sprechen, wie ich will. Der zwingende Drang, mein Gesicht mit deinem Schuh zu bearbeiten. Das gibt's doch nicht. Dein Penis guckt aus. Deine Mutter kackt beim Analverkehr. Hey, weißt du, hallo. Jeder andere Mensch hätte natürlich solche Schmerzen unbeschadet überstanden, aber ich bin nicht der Hitler. Jeder andere Mensch hätte diese Schmerzen sicher unbeschadet über... Das gibt's doch nicht! Jeder andere Mensch hätte das natürlich unbeschadet überstanden. Mensch, Harry, jetzt hör doch mal auf rumzuholbern. Hier, guck mal. Ich hab das Ding eben so schnell gedreht, das hat eine Zeitreise verursacht durch Lichtbrechung. Das muss ja doch klar sein, oder? Guck mal, Harry, ich muss dir jetzt was schenken. Das da kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Also kriegst du's. Viel Spaß damit. Ich wette, du kannst nichts damit anfangen. Jetzt wirklich gar nichts. Wissen Sie, ich habe noch nie einen richtigen Obstgarten gesehen. Ich war... Riechen Sie das? Riechen Sie das nicht? Eine Frage an den Fachmann. Tomaten, ist das jetzt eigentlich Obst oder Gemüse? Und riechen Sie das nicht? Das riecht, als hätte einer in den Wald geschissen. Nun, der Schlosswald liegt unmittelbar neben einer Autobahnraststätte. Ja. Besorg mir mal Napalm. Besorg mir mal ein bisschen 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 Napalm. Ich hab keine Lust mehr, Bäume anzugucken. Ist mir egal, mich hält nichts mehr auf. Außer die Polizei, die da... Ja, hallo, ich bin Till Schweiger. Na, als ich am See rumlag, dachte ich, das sagst du. Jo, ich lag so am See rum und da hab ich mir gedacht, muss noch umstellen, hab aber Zeit umstellen gedrückt und zack, war ich damit aus der Armee in die Arme gelaufen. Das da ist mein Spielautomat. Und herauskommt, tada, eine Jacke. Jetzt hab ich's vergessen, was am Anfang war. Immerhin hat die radioaktive Strahlung alle Pesterreger zerstört. Alle auf der ganzen Welt! Alle auf der ganzen Welt! Bestellen Sie. Nein. Ruf jetzt an und sichere dir den XXL-Schredder auch für deinen Garten. Ich mag Busse. Eine neue Party in meinem Raumschiff und keiner sagt mir Bescheid. Jetzt mal im Ernst, du Basti. Was soll das? Genau, wir haben Werbung für eine neue Synchro auf unserem Fernseher. Harry Potter und der Orden des Penners.